Hallo, liebe Sims-Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den Sims 4. Musste erstmal noch auf Play drücken hier, Moment. So. Schoko-Würstchen grillen. Ah ja, stimmt, wir könnten doch eigentlich. Was ist mit Lea rumalbern? Wartet mal, rumalbern? Wo konnte ich das noch? Ach so, lustig. Okay. Lustig. Hier wird es mit rumblödeln. Und dann wartet mal. Und zwar, wir haben doch neue Gegenstände so gesehen. Da wir doch was gewonnen haben. Oh, wie cool. Luftballons und ein Banner. Lachs? Ich tue den jetzt erstmal hier da mit drauf. Achso, einmal anklicken. Den können wir ja dann immer noch gleich darüber ziehen. Das verkaufe ich einfach mal, ja. Verkaufe ich auch, weil das haben wir auch irgendwie doppelt. Krimi. Ja, weiß nicht, verkaufe einfach mal hier so solche Bücher, die nichts mit Lernen zu tun haben. Finde ich ein bisschen unnötig, nämlich. Essen der Selbstsicherheit. Essenz der. Sehr cool. Ohne cool. Coverdings, die ich im Moment nirgendwo. Doch, erstmal da. Okay. Und dann verkaufen wir doch mal diese Couch und stellen mal diese neue Couch hin. Zack. Das irgendwie. Naja, okay, irgendwie ist das irgendwie mittig. Einfach nur, dass ihre Freunde sehen. Dass sie das toll findet. Hippie. Okay, so. Warum kann ich das? Das nicht in den Kühlschrank packen? Kann ich irgendwie dann. Okay, aufhängen. Bitte. Ach so. Muss ich auch hier sagen, ne? Aufhängen. Und jetzt können wir es aufhängen. Sind das irgendwie nur Fische zum Aufhängen denn? Hier, das kriegst du auch mal. So, dann kriegt sie jetzt einfach mal alle Fische da rein. Asquixel Benadler. Also geht doch. Seamus sein, das kannst doch hier zu ihr. Es geht nicht, wenn sie da drin ist. Oh, das ist ja gemein. Ach, dann sei auch, zeig ihm zu ihr. Oh, weißt du was? Ich bin voll das super kriminelle Superherrn. Das kannst du dir ganz gleich vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie es irgendwie jetzt gerade so toll fandet. Versuche etwas zu hacken. Hacken. Oh, können wir sogar schon. Ach, sie ist sogar ins Bett schon gegangen. Ah, oh, okay. Telefonstreich spielen. Cool.
Drei schelmische Aktionen am Computer durchführen. Warum haben wir da schon mal eine 1 stehen? Kettenbriefe. Ich möchte unbedingt einen Kettenbrief mal machen. Achso, das ist Chatten mit. Nö, das will ich ja gar nicht. Bestellungen. Ja. Im Internet sagen, Kunst durchsuchen, lustige Videos, Sympathie, Anmachsprüh durchsuchen. Aber jetzt noch nicht so wirklich was Lustiges, finde ich. Also. Die haben ja aber auch schon Fische an der Wand, ne? Lachs an der Wand. Finde ich schon sehr interessant. Ah, naja, okay. Ah, stimmt, der Vater braucht ja auch denn hier nochmal arbeiten. Der braucht ja erst Montag. Was ja auch echt super ist. Okay, jetzt ist er müde. Er muss aber erstmal noch hier kurz mal eben hacken. Ja, ja, komm schon. Brun. Haha! Ah, Spoba! Hast es ja eh doch gleich geschafft. Also von daher. Wäre schon so kriminell wie sein Vater irgendwo, ne? Ist irgendwo schon sehr unglaublich. Kommt einfach immer mehr zu seinem Vater irgendwie. Oh, Zusatzhausaufgaben machen? Warum willst du auf einmal deine Zusatzhausaufgaben machen? Achso. Sie dafür aber nicht. Das ist immer schön. Quacksinas? Okay, hat das ja eh gleich geschafft. Juhu, Luke hat die Konten des Einhorn-Lammert-Rettungsfunds gehackt und 35 Sim-Dollar ergaunert. Das ist aber viel. Zwei von drei Aktionen, juhu. Ach ja, und beim letzten Mal habe ich das ja übersehen. Er sollte mitspielen, sie hat ja schon mitgespielt und die andere hat ja schon mitgespielt. Dann wären es eigentlich schon drei. Aber Lennart wollte ja anscheinend ja irgendwie ja nicht so wirklich. Das war ja eigentlich ja wirklich nur Lennart seine Schuld. Muss man ja wirklich eigentlich sagen. Ne? Also, er hatte ja wirklich jetzt die Schuld, dass wir deswegen die Aktion nicht durchführen konnten. Sonst wären wir wahrscheinlich wirklich noch auf Gold wahrscheinlich noch gekommen. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, bitte sehr. Mein Rechner. Ich hoffe, man hört ihn nicht so zu in der Aufnahme. Warte doch mal, Lennart. Ah ja, und außerdem nenne ich, glaube ich, manchmal irgendwie Lennart auch Lu und andersherum auch. Und ja, alles manchmal sehr verwirrend. So, verwenden. Und danach darfst du Hände waschen. Ja, und die braucht doch jetzt auch nicht hier die ganze Zeit ordentlich laufen. Ja gut, vielleicht kannst du ja irgendwann nochmal hier Videospiel spielen. Was ist das andere hier? Von Ideen erzählen. Ja, nur leider ist ja keiner wach. Spielen. Sportspart spielen. Weil dann kriegst du wahrscheinlich auch wieder bessere Laune und so, wenn du vor allem wieder spielen darfst. Man kennt den kleinen Lennart doch. Ne, wartet mal. Achso, ich war schon zu weit raus. Ja, so. Ja, wir haben gewonnen. Und die anderen haben verloren. Yay.
So, dann machen wir ein neues Spiel. Ich bin der Weltmeister in Fußballspielen. Und da läuft er mit dem Ball und ich schieße und ja, oh, der scheiß Torwart hat ihn gehalten. Oh, ich glaube, ich bin eh die falsche Gruppe. Das bin ich ja da. Hey, das war ein Foul. So, ach, der hat ihn auch gehalten. Und nochmal, und ja, da ist er drin. Juhu, ja. Wir haben einfach mal eben so gewonnen. Okay. Oh, Nusha! Quaxenas? Blark. Oh, Yibs! So, wir lassen ihn mal so alleine und wandern hier mal so rum. Und gehen hier durch die Tür. Boah, ja, das Zimmer ist aber auch winzig, ne? Kannst du dich einmal nur umdrehen und eigentlich wieder schon wieder rausgehen? Nein, wir sind unsichtbar. Man sieht uns nicht. Ob ich hier durchpasse? Quetsch, quetsch. Oh, und der kleine Leonard schläft auch noch. Naja, okay, dann gehen wir hier auch wieder mal raus. Gucken wir mal in den Garten. Siehst du, die Karten, die muss ich ja eh nachher noch sich wahrscheinlich eh um die ganzen Pflanzen sich nochmal hier kümmern, ne? Da hängt nämlich wahrscheinlich wieder Spinat und so dran. Das sieht schon irgendwie cool aus mit der Ansicht, muss ich schon sagen. Ja, okay, er steigt ja schon recht hoch, ne? 75% erledigt. Ja, gut. Ja, man hat er ja eh 100 erreicht, denke ich mir mal. Jetzt ist es total ruhig, ne? Die Kinder schlafen nur. Er ist hier gerade der Einzige, der hier noch wach ist und herumspielt schon. Gut, ich meine, das ist ja auch schon gleich 7, ne? Also. Aber trotzdem ist es total ruhig, wenn ich bedenke, er hat zuerst die fette große Party. Und jetzt wird der Sonntag hier erstmal durchgepennt. Na, so halbwegs irgendwie wie im wahren Leben, ne? Abgeschlossen. Ah, super. Levelzeit der Programmierfähigkeit erreichen. Ja, ich glaube, das braucht Lennart eigentlich schon ganz und gar nicht mehr. Oh, wartet mal, sie ist jetzt schon wach. Outfit ändern. Alltagskleidung 1 und sie hat Hunger. Wer hätte das denn nur gedacht? Hä? Moment mal. Gartensalat? Eier und Toast nur noch. Vielleicht sollte sie dann doch noch mal lieber hier Frühstück servieren. Pfannkuchen. Oh, was ist denn das? Pflanzen düngen. Ach so. Könntest du bitte für das Frühstück fertig machen? Danke sehr. Irgendwie sollten wir noch mal zusehen, dass sie dadurch doch abnimmt, oder? Ich will ja hier nur mal hart sein oder gemein sein oder sonst irgendwas, aber die ist so irgendwie so dick. Schau mal, Jano. Ich meine, wenn sie auch immer nur sowas zu essen macht oder so, ne? Aber dadurch stehen ihr die Klamotten euch auch nicht mehr so wirklich. Oh Mann. Oh, ihr Vater will ja auch noch nicht mal wirklich was essen, irgendwie, ne? Ist ja irgendwie schon sehr interessant. Mit Lennart plaudern. Ja, der sitzt ja erstmal noch, wer weiß, wie da an seinem PC. Oh ja,
hab's euch genommen. Oh, ich werde sterben vor Hunger. Kann mir denn niemand was zu essen machen? Ach, ich mache ja mir schon was zu essen. Oh, Level 9 der Videospielfähigkeit erreicht. Lennart ist jetzt ein Elite-Spieler. Nur wenige können ihm das Wasser reichen. Ach, das ist ja interessant. Naja, okay. Wie es dann halt eben weitergeht, das werdet ihr dann halt eben beim nächsten Mal erfahren. Wenn es heißt, Let's Play Die Sims 4 Staffel 2 an die Arbeit. Und ja, hinterlasst mir einfach Kommentare und Bewertungen und Abos natürlich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und kommentieren, bewerten und abonnieren, habe ich schon gesagt, Leute, ne? Also bis dann und tschüss.